Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Bioshock. Ja, der Gavaras Garden singt, aber wir können ihn nicht benutzen. Na, dafür können wir uns Atlas lebt anhören. Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Diese McKintock hatte echt keine Ahnung, was hier vor sich geht. War die nicht eine Bewohnerin von Rapture? Naja. Wir haben hier U-Invent. Und wir haben ja jetzt das tolle... Das Kolle. Auch Koll. Das ist voll Koll. Das tolle Tonikum, dass wir die Sachen doppelt kriegen, die wir erfinden. Das finde ich natürlich cool. Zu viele Autohacker? Was soll das denn bitte heißen? Naja, dann hacke ich doch mal diesen... Ach, wir können nur 5. Diesen Munitionsautomat und kaufe Splittergranaten und zwar eine Menge. Und No dinero, no amo. Okay, und ja. Und ich nehme einen der Autohacker mit. Okay, damit haben wir wieder maximale Autohacker-Anzahl. Ja, da ist der Galgen vom Apollo Square. Hat eine dieser Leichen ein Tagebuch dabei? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Da ist eine Lagerkiste. Kommt man hier hoch? Ja, kommt man. Vorn, freue ich. Kommt man. Verdammt. Ich will diese Leichen untersuchen. Moment, ich guck mal kurz. Nee, okay. Hier ist nichts Wertvolles, was uns interessiert. So, die Artemis Suites. Hans Gott. Und da ist ein... Ja, die greifen sich jetzt gegenseitig an. Sehr gut. Du brennst. Okay. Auf geht's zu den Artemis Suites. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist das Geräusch dieser Sicherheitskamera. Hab dich. Ich habe dich. Okay. Hier drin ist Feuer, aber hier ist doch bestimmt auch was Interessantes. Nein. Und wir kriegen wieder Hypnotized Big Daddy. Das ist herrlich, weil alle Big Daddies, die wir noch finden werden, könnten wir gut gebrauchen, weil hier gibt es ja keine Little Sisters, ne? Die haben wir ja alle gerettet. Schön. Wow. Ich hasse euch. Ach shit, ihr seid gar keine Big Daddies. So, du bist tot. Da ist nur ein Typ. Meine Güte, stirbst du mal? Kriechen jetzt Insektenschwarm, oder nicht? Warum nicht? Bist du wenigstens ein bisschen abgelenkt. Ey, ich sagte Insektenschwarm. So. Scheiß Bleister. Ach, warum nicht? Antipersonenmunition. Immer gut. Tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was du mir schicken willst, weil du bist tot, bevor du es mir sagen konntest. Telekinese. Wir können ruhig mal so einen Stein benutzen, um den Gegnern. Nein, keine Steine. Hm.
Na, wo ist der Splicer? Hier ist doch bestimmt ein Splicer. Komm schnell, bevor die Telekinese nachlässt. Oh. Ah, ja, wieder ein neues Gebiet. Die Artemis Suites. Ganz schön hoch. Was kriegen wir jetzt? Cyclone Trap. Cyclone Trap ist ziemlich nutzlos. Nix Cycling. Ich will mich eigentlich in Ruhe umgucken, aber mehr Sinn wird's machen, wenn man sich erst umguckt, wenn alle Typen tot sind, ne? Glaube ich zumindest. Hier ist irgendwas dahinter. Ist irgendwas. Danke, ich will dein Blut nicht. Vielleicht kann ich auch einfach die Tür benutzen. Na, vielleicht. Was haben wir denn hier? Q-Invent. Truhe mit Wein. Sicherheitssender will ich nicht. Was ist das denn für ein Drecksloch, ey? Sind das von... Das sind, glaube ich, Fontaines Armenhäuser. Sieht mit... Was ist was? So, okay. Ja, natürlich renne ich erstmal ins Feuer. Was auch sonst. Hier gibt's nichts mehr zu mitnehmen. Das Ganze ist echt viel zu trist. So. Oh, ich mag diesen Effekt, diese Eiszapfen, die aus der Haut kommen. Herrlich. Napalm. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ist hier überhaupt irgendwas in diesem Kack-Abschnitt? Oder ist hier was? Frage, ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ich komme weiter, ich gucke nur sehr gründlich nach. Verzeihung, was kriege ich als nächstes? Ziel dann. Wo bist denn du? Ich würde gerne mit dir kämpfen. Dann könnte ich den... Ja, ja. Lebst du? Ich sehe dich nicht mal. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, in Fontaines Armenhäusern selber ist nicht wirklich viel los. Deswegen wird dieser Part wahrscheinlich recht langweilig für euch werden. Weil hier wirklich nichts los ist. Außer vielleicht ein Safe hier und da. Aber das macht ja nichts, ne? So. Ach, du lebst. Das erklärt, dass ich dich nicht untersuchen konnte. Ey, sag mal. Was hier? Zorn? Okay. Dann halt Zorn. Ich hab mich erst warm gemacht. 13 niemals einzelne Gegner. Wieso, was passiert denn dann? Ich hab gar nicht gesehen, was da passiert. Irgendwas Schlimmes? Aber hier liegt nichts. Ich durchstöbere diese grauen, ekligen Apartments, obwohl hier echt nichts ist. Ich kann nicht getrost überspringen. Ich sollte meiner Liste mal vertrauen. Da steht, dass das nächste Tagebuch irgendwo in einem Labor findet. Ja genau, die zweite
Dosis der Droge und das Tagebuch, genau. Also da, wo die Droge ist, also da, wo mein Hauptziel ist, dort ist auch das nächste Tagebuch. Warum suche ich diese ekligen, sinnlosen hier? Free Clinic, Dr. Yi Tsuchong. Kostenlose Bedienung. Shit, das ist ein Fenster. Na dann. Hypnotized Big Daddy bringt mir hier nicht viel. Tschüss. Lieben Pistole. Du bist voll die Niete, du Pistole. Witzig, ne? Oh mein Gott, was denn hier passiert? Uiuiuiui. Ach, du lebst. Warum mache ich das? Warum leben hier alle Leichen noch, ey? Das macht gar keinen Sinn. Okay, was haben wir denn hier für ein Tonikum? Medical Expert 3. Natürlich machen wir das anstatt Medical Expert 2. Wir könnten die zwar auch aufeinander stapeln, die Medical Experts, aber sehe ich gar keinen Grund. Eine Menge Blut. Ja, eine Menge Blut ist hier. Aber ansonsten... nicht viel. Na, ich hoffe, du hast Spaß mit meinen kleinen Wespenfreunden. Beziehungsweise hattest Spaß. Hahaha. So, Tsuchongs Labor. Die Leiche. Durchbohrt von einem Bohrer der Big Daddies. Beschützerhaltung. Heben wir es mal auf, ne? Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Tsuchong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Aber Sutter! Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Tsuchong! Weg da! Papa Tsuchong! Papa Tsuchong! Papa Tsuchong! Papa Tsuchong! Du dreckiges kleines Miststück! Und so, Ladies and Gentlemen, fand Dr. Tsuchong den Tod. Er hat was untersucht, eine Little Sister hat ihn genervt, er hat die Little Sister geschlagen und der Beschützerinstinkt der Big Daddies wurde dadurch geweckt und ein Big Daddy hat ihn hier auf dem Tisch festgebohrt. Hallo, du hast mich irgendwie erschaffen oder so. Also, Arschloch. Warum machst du sowas? Warum hast du mir so ein... Egal. Holen wir uns endlich mal das Ding, damit wir von diesem blöden Kack erlöst sind. Gott sei Dank. Das ist toll. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Prometheus hört sich aber kacke an. Ich habe bis jetzt alle Gebiete englisch ausgesprochen, aber ich sage immer Point Prometheus und dabei bleibt es auch. Point Prometheus. Was soll der Scheiß? Ja, wir kriegen jetzt wir kommen jetzt zu einer Tauchkugel und das bedeutet, ich werde... wir bekommen das erste Mal die Gelegenheit, eine Tauchkugel zu benutzen. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Schnell tot. Oh oh. Also wir bekommen jetzt das erste Mal, seit wir Cohen getötet haben, die Gelegenheit, eine Tauchkugel zu benutzen. Das heißt, wir werden erst zum Fort Frolic zurückfahren und diesen Schlüssel benutzen, um zu sehen, was wir kriegen. Wird wahrscheinlich nicht so nützlich sein, habe ich auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Und dann geht's aber wirklich zum Point Prometheus. Und, bevor ich diesen langen Gang aber weiter langlaufe, mache ich hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.